Ja, Markus Beck, da hat der Staat im Bereich Internet, Internetpolitik bisher versagt. Nein, der Staat, die Politik hat das Internet eigentlich die letzten 10 Jahre mehr oder weniger verschlafen. Es gab ein paar Großprojekte, die teilweise dann in Sand gesetzt worden sind, und das Internet wurde als große Bedrohung angesehen. Also das Internet als Hort des Bösen, als Terroristenlager, und die ganzen Chancen wurden gar nicht gesehen. Das hat sich jetzt erst in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen geändert. Zusammen angeschaut, was gerade dem ehemaligen Verteidigungsminister passiert ist. Lässt sich das darunter einordnen, oder? Also Karl Theodor zu Gutenberg ist vor allen Dingen an sich selbst gescheitert. Das Internet hatte natürlich einen kleinen Bestandteil, vielleicht auch einen großen Bestandteil an seinem Rücktritt, aber insgesamt hatte das ja viele Bestandteile. Einerseits die alten Öffentlichkeiten in Form von Medien, in Form von Journalisten, andererseits die neuen Öffentlichkeiten, die sich im Gutenberg-Wiki zusammengeschlossen haben, um Plagiatsvorwürfe aufzudecken, und natürlich die Person Gutenbergs. All das zusammen hat zu seinem Rücktritt geführt, und ohne einen einzelnen dieser drei Komponenten hätte es wahrscheinlich diesen Rücktritt nicht gegeben. Also sozusagen die fünfte Macht im Staat, der Bürger, hat mithilfe des Internets sozusagen auch mehr Macht in der Hand. Also wir kennen ja alle so den Zustand des Journalismus. Die vierte Macht im Staate verliert immer mehr Ressourcen. Es werden immer mehr Journalistenstellen abgebaut. Man kommt eigentlich kaum noch seiner Kontrollfunktion nach. Und auf einmal gibt es so quasi die fünfte Macht, die Zivilgesellschaft. Menschen, die sich im Internet ad hoc zusammenschließen, die Wikipedia machen, die sich wie im Fall Gutenberg zum Gutenplag-Wiki zusammenschließen und dort kollaborativ auf Schnitzeljagd gehen und diese Plagiatsvorwürfe entdecken. Das kann eigentlich für unsere Demokratie nur positiv sein, dass quasi die vierte Macht auf einmal ergänzt wird von der fünften Macht, von uns Bürgern, die wir das Internet und seine Werkzeuge nutzen können. Trotzdem versuchen also die Unterstützer von zu Gutenberg auch das Netz zu nutzen, um sozusagen auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Wie bewerten Sie das? Also in den vergangenen Jahren wurde das Internet sehr erfolgreich von bestimmten Gruppen für politische Kampagnen genutzt. Das spielte sich sehr oft im Bereich Netzpolitik ab, wo internetaffine Menschen versuchten, eine Öffentlichkeit zu schaffen, die es in den traditionellen Medien nicht gab. Und auf einmal bei Gutenberg, da merkt man, es hat sich ein bisschen was verändert. Menschen können jetzt auf einmal zu ganz anderen Themen sehr schnell große Öffentlichkeiten schaffen. Also eine Pro-Gutenberg-Gruppe hat innerhalb von 2 Tagen 500.000 Unterstützer gesammelt. Nun muss man nicht viel mehr machen, als einmal auf Gefällt mir zu klicken, um Unterstützer dieser Gruppe zu werden. Aber diese Mechanismen, diese Schnelligkeit, das war vor 3 oder 4 Jahren noch nicht möglich, weil es diese Tools noch nicht gab oder, wenn es sie gab, sie noch nicht von vielen Menschen genutzt worden sind. Und man kann jetzt ganz klar sehen, das Internet ist Mainstream geworden, das Internet ist in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen, die Werkzeuge des Internets sind so einfach geworden, dass unsere Eltern sie nutzen können, und zwar spielerisch, ohne groß nachdenken zu müssen. Was bedeutet das für die Politik? Also für die Politik bedeutet das, wie für viele andere Bereiche, dass sich alles radikal ändert. Für die Politik verändert sich vor allen Dingen die Öffentlichkeit, die da ist. Das hat man aber auch schon in den letzten Jahren immer wieder festgestellt. Ein Politiker kann nicht mehr irgendwo hingehen und denken, er spricht in einem geschlossenen Rahmen zu einem bestimmten Publikum, einer bestimmten Zielgruppe, weil die Gefahr besteht immer, dass irgendeiner da sitzt, das Ganze aufzeichnet, auf YouTube stellt, und man erreicht auf einmal eine ganz andere Zielgruppe als diejenige, die mit der Rhetorik vor Ort irgendwie angesprochen werden sollte. Und was es auch mit sich bringt, ist halt diese Kontrollfunktion. So, Politiker können nicht mehr hoffen, dass sie so schnell irgendwelche Krisen überwinden können, dass sie Skandale mal irgendwie sich schnell versanden, weil sie haben nicht mehr die Möglichkeit zur Kontrolle von Skandalen oder zur Kontrolle von Kampagnen. Weil früher war es halt einfach, in der Bonner Republik sollten anscheinend 7 Journalisten in der Lage gewesen sein, zu bestimmen, was ist ein Top-Thema und was wird unter den Teppich gekehrt. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Player, sei es Journalisten, seien es Medien, seien es ganz neue Arten von Gatekeepern, Blogger, Twitter-Nutzer und so weiter, die man halt überhaupt nicht mehr so einfach steuern und kontrollieren kann. Also in anderen Worten, Politik muss akzeptieren, dass der Kontrollverlust da ist. Sie müssen den Kontrollverlust akzeptieren und sie müssen lernen, mit dieser Offenheit umzugehen. Das führt hoffentlich auch zu einer transparenteren und offeneren Politik und ihrer Organisation.
Tages- oder Wochenfrist Minister oder Bundespräsidenten zurück im Ausland, Despoten oder Präsidenten oder wie auch immer. Also erstmal haben wir dem Internet sozusagen eine Beschleunigung des politischen Betriebs und sozusagen der Rebellion auch zu verdanken, richtig? Ja, durch das Internet haben wir eine Beschleunigung des politischen Betriebs oder der Politik zu verdanken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal zurückgestellt. So. Aber wenn man sich mal anschaut, vor 15 Jahren hatten wir so einen Medienzyklus von einem Tag. Also jeden Tag erschien eine Tageszeitung und jeden Abend erschien die Tagesschau. Und dazwischen gab es vielleicht noch Radiosender, die ein bisschen aktueller sein konnten, aber das waren die Zyklen. Da hat Politik stattgefunden. Und heutzutage haben wir eigentlich eine Echtzeitkommunikation. Und jede Minute kann was Neues passieren, was blitzschnell die Runde macht, auf allen Newsseiten steht, was sehr schnell dann wiederum im Fernsehen erscheint. Und diese neuen vernetzten Öffentlichkeiten, die sorgen dafür, dass halt dieser News-Zyklus zur Echtzeit wird. Die Seiten des Internets, die Ihnen gefährlich werden könnten, siehe ein Wiki aufzusetzen, um dort eine Dissertation abzugleichen und zu schauen, ob das ein Plagiat ist oder nicht, das ist noch nicht angekommen, oder? Also ich glaube schon, dass angekommen ist bei den meisten Politikern, dass sie die Kontrolle weitestgehend verloren haben und eigentlich jetzt das Beste draus machen müssen. Dass jeder Gefahr läuft, beim nächsten Skandal auf einmal einer Community gegenüberzustehen, die dann mal mit hoher Motivation herangehen und so viel wie möglich über die Vergangenheit eines Politikers herausfinden wollen. Dass halt Politiker, die vorher grandiose Blender waren, auf einmal verifiziert werden auf ihre tatsächlichen Vergangenheit. Das führt vielleicht dazu, dass Politik ehrlicher wird, dass Politik auch ein bisschen offener wird. Aber letztendlich lassen wir uns davon mal überraschen. Ich hoffe natürlich, dass Politik dadurch ehrlicher wird, dass Politiker dadurch offener werden, dass es weniger Blender in der Politik gibt und dass sich Politiker auch auf eine ganz andere Kommunikation einlassen als wie bisher. Besteht nicht die Gefahr, dass es sozusagen, sozusagen die Gesetze, die ohnehin in der Diskussion und in der Entwicklung sind, dass sich das zu einer Verschärfung zu weniger Freiheit sozusagen führt? Ja, in den letzten Jahren haben wir massive Einschränkungen von Freiheitsrechten erlebt. Durch immer mehr kleine Maßnahmen von neuen Überwachungsgesetzen, neuen Sicherheitsgesetzen und so weiter. Und zum Glück verhinderten Gesetzesprozessen wie der Vorratsdatenspeicherung oder dem Zugangserschwerungsgesetz. Das kann alles noch weiter so kommen. Und wenn man sich diese ganzen Gesetzesprozesse anschaut und mal zu einem Puzzle zusammenlegt, dann stellt man fest, dass wir nicht mehr weit weg von einer Überwachungsgesellschaft, einer Kontrollgesellschaft sind.